überprüfen Sie noch einmal, dass Ihr Handgepäck sicher verstaut ist. Hallöchen, ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, wie ihr schon am Hintergrund seht, bin ich nicht zu Hause. Ich bin wieder in Hamburg und zwar bei der süßen, flauschigen Jeffy. Ich bin hier wieder beim Katzensitten für etwa 10 Tage und danach geht es für eine ganz lange Zeit nach Berlin. Da freue ich mich auch schon richtig drauf. Auf jeden Fall habe ich mir aber auch ein bisschen Arbeit mitgebracht und ich möchte hier an einem neuen Schnittmuster arbeiten. Und dafür brauche ich Stoff. Und jetzt gehe ich mal in einen Stoffladen, wo ich noch nie vorher war. Der ist an einem Ort, wo es früher auch schon einen Stoffladen und Kurzwarenladen gab. Der hat auch eine ganz lange Tradition gehabt. Bracca hieß das damals. Und da habe ich tatsächlich als Teenager schon gerne ja günstiges Nähgarn gekauft. Und jetzt heißt der Laden aber anders. Und ich dachte, da nehme ich euch auf jeden Fall mit und wir entdecken diesen Laden gemeinsam. Mit dabei natürlich Handtasche Kuku und ein Regenschirm, sonst wäre es nicht Hamburg. Und jetzt gehe ich mal rein und schaue, ob ich einen Jersey-Stoff für das neue Schnittmuster finde. Gleich mal meine Ausbeute. Ihr könnt ja mal raten, ja, was das nächste Schnittmuster sein wird anhand der Materialien, die ich gekauft habe. Ich habe wirklich nur das gekauft, was ich jetzt für dieses Nähprojekt brauche. Denn ich muss wirklich sagen, also insgesamt, jetzt nicht nur dieser Stoffladen, finde ich Hamburg irgendwie ein bisschen teuer einfach. Auch im Vergleich natürlich zu den Kanarischen Inseln. Wenn ich da ein DIN A0 ausdrucke, dann bezahle ich halt 3,60 Euro. Hier habe ich 9 Euro gezahlt, also fast das Dreifache. Das finde ich schon ein bisschen extrem. Und der Stoffladen, ja, die Preise waren jetzt ganz normal, aber natürlich nicht zu vergleichen mit dem Stoffmarkt am Maybachufer. Und zwar habe ich mich für diesen Jersey entschieden. Ich fand diesen fliederfarbenen, unifarbenen auch ganz schön, aber ich dachte mir irgendwie, warum nicht mal so ein bisschen was Wilderes? 5-mal so ein normales rosanes Garn geholt. Ich muss zwar an die Overlock, aber da ich das jetzt wirklich nur für dieses Projekt geholt habe, nutze ich einfach ja diese normalen Garnspulen und entferne dann diese Teile. Dann kann man die nämlich auch in der Overlock ganz gut nutzen. Ein paar Stecknadeln, die habe ich hier nicht mehr gehabt. Und 2,5 cm breites Gummiband, was schön dehnbar ist. Und ich habe noch eine Frage an euch. Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen. Ich habe ja eine Gemeinsamkeit mit meiner Oma. Die hat ja auch ganz viel genäht. Und da wurde jetzt vor kurzem das Haus ausgeräumt. Ich bin ja jetzt auch unter anderem hier, weil sie ihren 100. Geburtstag feiert. Auf jeden Fall ist da etwas zutage gekommen, womit ich nichts anfangen kann, was meine Mutter mir aber mitgebracht hat, was irgendwie spannend aussah. Vielleicht weiß jemand von euch, was das für eine komische Schere ist. Zwar hat die nur ja einen so einen Schneideteil und dann irgendwie so eine kleine Klappe. Vielleicht kann mir jemand von euch sagen, was das ist. Ich liebe diese Overlock. Hallöchen, ihr Lieben aus Berlin. Ich nehme euch jetzt mit zur Ausstellung bzw. der Messe von der Fashion Week und wir gucken mal, ob wir da ein paar Sachen finden, die ja selbst gemacht oder nach Upcycling aussehen oder auch nachhaltiger. Mal gucken, ob wir da ein bisschen was zusammenfinden. Also im Vergleich zu Fuerteventura ist Deutschland natürlich super grün. Hier bin ich angekommen. So sah der Außenhof aus, ganz chillig. Man konnte auch was zu essen und was zu trinken dort holen. Und jetzt gehen wir zusammen rein.
Zwar waren das so zwei sehr große Hallen und überall war Kleidung. Hier diese bunte fand ich eigentlich ganz cool. Das sind ja meine Farben, meine Sommerfarben zumindest. Und hier kommen wir schon zu den ersten nachhaltigen Produkten. Hauptsächlich tatsächlich eher so Taschen und Schuhe hatte ich auch gesehen. Das war eigentlich einer meiner Lieblingsstände. Made out of trash, also Mode auch zum Beispiel aus Bettlaken und solchen Sachen. Hier gab es ganz coole so Taschenrucksäcke, die man klein zusammenfalten kann. Ja, viele Stände machen durch kreative Ideen auf sich aufmerksam. Diesen fand ich ganz witzig. Auch am nächsten Stand eher witzige Upcycling-Ideen. Hier, das fand ich eigentlich ganz cool, also einfach in einer Farbe und dann aber halt mit so wuscheligen Außennähten. Klassisches Upcycling nach dem Motto, aus alt mach neu oder aus dem einen mach was komplett anderes. Und hier kommen wir zu meinem absoluten Favoriten, abgesehen davon, dass ja der ganze Stand irgendwie Hip-Hop-Kultur schreit, wo ich mich ja auch so zu Hause fühle, finde ich, waren die Sachen so detailreich und liebevoll gestaltet und auch wirklich was ganz Besonderes, finde ich. Schaut euch mal ja an, wie viel Arbeit jedes einzelne Teil hier gemacht haben muss. Und eine ziemlich witzige Mütze. Es gab wirklich jede Menge unterschiedlicher Sachen zu sehen und auch verschiedene Aktivitäten, die man auf der Messe machen konnte. Ich habe aber natürlich weiter für euch nach Upcycling-Projekten gesucht. Hier gab es ganz coole Teile aus Jeans. Mir hat aber tatsächlich dieses gelbe Oberteil extrem gut gefallen. Ich könnte mir vorstellen, dass das aus so alten Basketball-Shirts gemacht wurde. Ja, sowas würde ich auch ganz gerne mal ausprobieren. Jeans-Upcycling gibt es bei mir ja auch schon zuhauf. Tatsächlich ja auch Bucket-Hats und auch solche zusammengesetzten Jeans findet ihr auf meinem Kanal. Schaut euch dieses Oberteil an, das nenne ich echt wahre Kunst. Das muss auch so viel Arbeit gewesen sein. Hier, das fand ich auch total witzig, ein Oberteil BH aus Cappies. Und so könnte vielleicht die Zukunft vom Laufsteg aussehen. Ist aber eigentlich eine nicht so schöne Vorstellung, wie ich finde. Yes. Oh. Wie man hier sieht, ist die neue Technik aber noch total unausgereift. Das heißt, ja, wir können weiterhin fleißig unsere eigene Kleidung nähen und sehen dann sicherlich auch besser gekleidet aus als ich hier auf diesem Video. Ich hoffe, ja, ihr hattet Freude, mich auf diese Messe der Fashion Week zu begleiten und ich wünsche euch alles, alles Liebe. Bis bald!